Weiter geht's, liebe Freunde, mit Mission 3, die Vertreibung der Jarls von der Kampagne Kings and Vikings vom User Lord Phoenix. Wir spielen heute die dritte Mission. Zumindest versuche ich's. Der Vorposten ist nun gesichert und eine beträchtliche Verteidigungslinie wurde errichtet. Ihr lasst einige Männer und einen eurer Kommandanten dort stationiert zurück, um sich für die Sicherung zu sorgen. Euch selbst erreicht eine dringende Nachricht aus einer anderen Grafschaft. Späher berichten, dass sich dort 3 Jarls niedergelassen haben. Diese sind sehr unterschiedlich. Der erste glaubt nicht an die Stärke der Engländer und ist sehr überzeugt von sich, weswegen er nur eine sehr dürftige Verteidigung erstellt hat. Der zweite im Westen hat eine Vorliebe für Bier und Essen. Er setzt in der Verteidigung seines aus einer Ruine errichteten Vorpostens auf die Dauerschlagskraft seiner Bogenschützen, Bolzen und Speere. Der dritte und mächtigste der Jarls... Oh, Moment, ich muss kurz scrollen. Der dritte und mächtigste der Jarls hat mit geschickt die Bergfestung der Region eingenommen und auch die dortige Bewohner und Mönche für sich gewonnen, da er selbst Interesse an den christlichen Glauben zeigt. Das gibt er zumindest vor. Die Festung hat für euch und den König große Wichtigkeit, da sie eine Schlucht kontrolliert, die eine Abkürzung für Truppen und Händler durch einen Bergkamm darstellt. Eure Aufgabe: Macht dem Treiben der Jarls ein Ende und zeigt ihnen die Stärke der englischen Soldaten. Befreit zusätzlich einige eurer Mannen, welche von abtrünnigen Soldaten gefangen gehalten werden. Platziert euren Kornspeicher. So, wir gucken uns die Karte erstmal an. Hier ist unser Bergfried in der Mitte der Karte. Ja, okay. So, dann schauen wir mal. Also hier unten links... Warte mal, ich glaube hier oben. Fangen wir erstmal mit dem Schwächsten an. Der denkt, die Engländer hätten nicht sehr viel drauf. Ja, der hat hier so eine kleine hölzerne Barrikade mit ein bisschen Graben. Sieht ganz cool aus, auch hier mit der Brücke und so. Das hat schon was. Süß. Cute, möchte man sagen. Den kann man, glaube ich, relativ schnell einnehmen. Der hat nur eine Handvoll Bogenschützen. Ein paar Baumeister. Das ist ja ein cooles Verlies hier, muss ich sagen. Das ist echt hübsch designt. Dann schauen wir mal zu dem zweiten hier runter. Das ist, glaube ich, der, der auf Bier und Nahrung setzt. Der hat aber auch eine ganz gute Verteidigung. Ein paar Armbrustschützen. Das wird schon ein bisschen schwieriger, glaube ich. Aber coole Festung. Und dann haben wir hier den mächtigsten. Ja, das sieht man hier eigentlich ganz gut. Das ist wirklich eine interessante Festungsanlage. Mit einer Serpentine hier durch diese Schlucht. Da muss man dann hier die Treppe hoch, um an den Bergfried zu kommen. Das wird, glaube ich, nicht so einfach. Ich gehe davon aus, dass hier viel Feuer sein wird. Okay. Und das hier ist unser Berg, unser Hügel. Wir haben ein bisschen Eisen hier, sehe ich. Und Steine. Ich weiß nicht, ob ich da rankomme. Das werden wir gleich sehen. Ein bisschen Holz und Pech. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal an und machen uns mal einen Überblick über das Ganze. Eure Befehl. Platziert euren Kornspeicher, Sire. So, ich würde jetzt mal den Kornspeicher einfach mal hierhin platzieren. Und wir fangen mal mit ein bisschen Holz an. Standard. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Die Waffenkammer ist voll, my lord. Oh ja, Marktplatz. Diesmal sollte ich es nicht verpeilen, den zu bauen. Wir können Obstgärten errichten, das ist gut. Ich mach das einfach mal hier hin. Dann sind die Laufwege vielleicht ein bisschen optimierter. Ah ja, perfekt, kein Gold. So ist schon mal scheiße. Naja. Werden wir mal sehen. Ich weiß halt nicht, ob die KI hier irgendwelche Angriffe launcht, ehrlich gesagt. Wir haben hier Wegweiser, also ich gehe ehrlich gesagt schon davon aus, dass die KI angreifen wird. Das ist übrigens die letzte Mission, die wir in Blau, mit der Farbe Blau spielen. Wir werden ab der nächsten Mission dann auf Grün wechseln. Die vierte Mission sollen wir auf Grün spielen und die restlichen Missionen dann auf Rot. Unsere Lebensmittelvorräte, so, wir nehmen einfach mal in der Schatzkammer, my lord. Ein paar Steuern. Beginnen wir mal damit. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Jetzt können wir das, glaube ich, noch ganz gut. Oh, guck mal, Wölfe sind hier unten. Kann ich hier Steinbrüche bauen? Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Ja, doch, könnte ich. Will ich das? Jetzt noch nicht. Eine Waffenkammer wäre jetzt, glaube ich, ganz gut, damit ich schnell ein paar Starttruppen ausbilden kann. Ich denke, hier hinten werde ich dann so ein... Oder vielleicht mache ich die Waffenindustrie hier vorne, ehrlich gesagt. So. Holzfäller soll hier mal wegräumen. Hier will ich ehrlich gesagt dann... Können wir Getreide machen? Yo! Nice.
Dann versuche ich es mal mit ein bisschen Getreide. Das könnten wir hinkriegen. Ihr könnt es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Kann ich hier irgendwie... Ah, das Gelände ist so uneben. Komm, dann baue ich das hier. So, die schießen schon auf feindliche Jäger. Na gut. Wölfe greifen an, my lord. Oh, Mann. Bin zur Stelle. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Pfeile bereit. Er schießt diesen Wolf. Okay, wenigstens hat der Holzfäller ein bisschen Mumm gezeigt. Ihr könnt auf uns zählen. So ein bisschen Panik rekrutieren wie die KI in Strong Crusader. Ihr könnt auf uns zählen. So, was können wir denn waffentechnisch so machen? Okay, ich denke... Pikeniere können wir machen. Ach, das ist ja eine feine Sache. Gut, alles andere, sonst würde das Erz ja hier hinten auch wenig Sinn machen irgendwie. Sehr unförmig. Ich glaube, da passt wirklich nur eine Eisenmine hin. Aber gut, das reicht mir für den Anfang erstmal. Okay. Na gut. Lang für den Anfang. Und Bogenschützen. Ich weiß nicht, vielleicht sind noch Armbrustschützen möglich. Das wäre mal eine richtig nice Sache. Ein paar Steine habe ich. Kann ich denn eine Steinburg bauen überhaupt? Ich denke, ich werde die aber mal auf eine Holzburg setzen. Ich glaube, die Steine werde ich hier gar nicht machen, weil ich komme schlecht an Steine ran und die paar Steine, die ich habe, die könnte ich mir vielleicht für eine Kirche oder so aufheben. Wir benötigen Gold. Ich spare die Steine erstmal. Ich werd versuchen, mit Holz zu arbeiten diesmal. Passt auch irgendwie eher zu dieser Burg, glaube ich. Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Ah, Mist, ich brauche das Holz. Das Gold meine ich. Idiot. Ein Barde ist in der Burg angekommen, euer Gnaden. Ich habe mir die Freiheit genommen, ihm eine Anstellung zu bieten. Komm, mit so viel Holz. Ah, shit. Ich hoffe, das passt so, aber... so könnte es passen. Dann müsste ich da diese Holzrüstung wegmachen, das ist ja blöd. Was ist, wenn ich das so baue? Komm, wenn ich das so baue, ist doch auch nice. Bauen wir so eine engere, innere Burg. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Yes, wir bauen das so hier. Wir benötigen Gold. Genau, dann kann ich diese... Wobei, warte mal, eigentlich ist das hier gar kein Auf... Hier ist ja egal eigentlich, ne? Sollte ich dann so hier bauen? Hier ist gar kein Aufgang. Egal, dann habe ich so einen Außenbereich. Scheiße. Sieht ein bisschen komisch aus, aber was soll's. So, okay, jetzt wird es mit der Nahrung ein bisschen schwierig. Jetzt sollten wir gucken, ob ich hier mal eine Bäckerei da mal hin, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist jetzt sinnvoller. Beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja. Wir sollten jetzt mal ein bisschen mehr auf Nahrung setzen hier. Eure Beliebtheit sinkt. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Okay. Ich speichere mal kurz zwischen. Ich weiß nicht, ob der Start jetzt gut oder nicht gut war. Falls er nicht gut war, muss ich halt im Zweifel nochmal von vorne beginnen, aber... Und speichern. Es werden Rekruten benötigt sein. Ihr könnt es werden auf uns Waffen zählen. Benötigt sein. Mit der Nahrung sieht das ja schon nicht so geil aus gerade. Ah, die Wölfe da, Mist. Ja. Muss man hier aufräumen gehen. Aus. Wölfe greifen an, my lord. Hat er den sein Jäger schießt hier auf mich? Das ist ja blöd. Ihr könnt auf uns zählen. Räumt die Wölfe mal weg hier. Wohin gehen wir? Ein Kinderspiel. Allzeit bereit. Und weiter. Okay, gut. Ihr könnt das nicht dort platzieren, ich habe schon das Gefühl, dass ich das gesamte Grünland hier benutzen muss, um da ein bisschen die Nahrung abzusichern. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Und ein paar Jäger können auch nicht schaden. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Beschafft mir Nahrung. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Brauche irgendwie alles, was ich kriegen kann. So, jetzt habe ich mal ein bisschen Gold gesammelt, endlich mal. Ich glaube jetzt, setze ich mal hier eine Bogenproduktion. Ich kann auch nur auf Bögen gehen. Okay. Armbrüste sind nicht drin. Das Volk vermutet,
dass Hexerei dahinter steckt. Hexerei, ja, natürlich steckt Hexerei dahinter, was für ein Schwachsinn. Mein Gott, die Leichtgläubigkeit der Menschen, das ist ja wirklich eine Katastrophe. Sehr knapp, Sire. Das was, ich glaube, ich reiß mal die beiden Jäger hier mal wieder ab. Gleich. Bei denen kann ich jetzt schon abreißen. Ich glaube, Bäckereien sind hier oben ein bisschen zielführender. So, ich glaube, das ist sinnvoller, wenn wir das erstmal so dazu machen. Mit jetzt mal die Brotproduktion ein bisschen. Da haben wir 6 Bäckereien hier oben, das reicht mir eigentlich. Ich denke, mehr brauchen wir erstmal nicht hier. Tja, und da müssen wir irgendwie eine Art Zugangsweg etablieren hier. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ist irgendwie ein bisschen doof, dass hier so, hier so ein Zugangsweg ist. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ich denke, ich kann da kein wirkliches Torhaus hin platzieren. Das wird ein bisschen... Ja, das ist viel zu uneben. Ich müsste das Haus hier nochmal abreißen, ehrlich gesagt. So, ich reiß das mal ein. Und guck mal, ob ich jetzt hier was hinplatziert bekomme. Ja. Würde aber nur für eine Seite zugänglich sein. Für die andere würde es nicht so gut klappen. Alles, was von hier kommt, müsste dann, ja. Müsste außenrum. Die müssten einmal komplett außen rumlaufen. Dann würde das hier, würde hier so lang laufen, das würde funktionieren, aber mehr auch nicht. Naja. Ist ja erstmal okay. So, jetzt können wir wieder mal ein paar Steuern nehmen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Und ich sollte... Ah, ich krieg halt kein, ich habe halt kein Geld, ne? Das ist ein bisschen von eurem Informanten. Doof. Dann beginne ich mal schon mal mit der Pikenproduktion. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Und dann bräuchte ich halt jetzt dringend schon vielleicht ein paar Rüstungen. Okay, perfekt. Okay, der eine Kollege hier, hau mal ab. So, dann gehe ich auf Bogenschützen und Pikeniere. Streitkommenkämpfer und Lanzenträger lasse ich mal weg. Bin zur Stelle. So. Okay, also die KI scheint aktuell noch zahm zu sein. Was ist das hier? Unsere Abwehr sind kahl, my Lord. Guck mal. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Die Truppe kann ich befreien hier hinten. Das sollte ich machen. Das sollte ich machen. Über eure bevorstehende Vermählung, Sire. So, mal erstmal kurz die Nahrungsvorräte sichern und ein bisschen mehr. Hier ist auch ein Aufgang, ne? Bin zur Stelle. Nennt euren Wunsch. Komm, ich verteile hier schon mal ein paar Truppen um. Diese Vorpostenstellungen hier. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist teuer. Werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt. Eigentlich ist das Ding hier völlig überflüssig. Kann ja komplett wegreißen. Bringt ja gar nichts hier. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht. So, und stattdessen baue ich hier Beliebtheit sinkt. Eure Befehle? So einen Posten hin. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Na gut, dann gehe ich mit den Steuern mal ein bisschen runter jetzt, damit das mit der Beliebtheit nicht so runterfällt gerade. Geil, da können wir schon den ersten Pikenier ausbilden. Ei. Super. Ich glaube, da reicht mir eine Eisenmine auch ehrlich gesagt völlig zu. Ich muss jetzt nur noch ein paar Bogenproduktionen mehr errichten. So, und dann bin ich eigentlich zufrieden. Soll mir genügen. Diese Wellen hier, also diese komischen Stellen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das hier zuziehen soll, ehrlich gesagt. Vielleicht ziehe ich es auch wirklich hier oben zu und lasse diese Stellen irgendwie offen. Weil ich weiß nicht so recht, wie ich das befestigen soll. Es ist sowieso schon so unangenehm hier. Ja, vielleicht baue ich das einfach so. Ja, warum eigentlich nicht? So, und dann... So, okay. Naja, nice. Passt sich doch ganz gut hier in den Felsen an.
Gefällt mir an sich eigentlich ganz gut. Gaukler sind in die Stadt gekommen, my lord. Bräuchten trotzdem noch was hier vorne für den toten Winkel. Ja, so hier. Passt eigentlich ganz gut. Ja, bitte. In Bewegung. So, und die Kaserne benutzen wir. Nee, die Kaserne würde ich nochmal einmauern. Die würde ich nochmal wegmachen. Was ist er hier für einer? Achso, ach, die haben auf den Hund geschossen. Oh mein Gott, warum? Der arme Hund. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Er hat doch gar nichts getan. Er hat gar nichts gemacht. Genau, mal gucken, wo kommt man jetzt hier noch hoch? Hier kommt man jetzt noch hoch. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Bin ich ja eigentlich geneigt, hier zuzumachen. Weil ganz ehrlich, da müssen die ja eigentlich nicht mehr durch. Können eigentlich jetzt das Tor hier als Haupttorhaus benutzen. Alles andere ist ja völlig irrelevant. Unsere Apfelgärten sind kahl, my lord. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. So, dann bauen wir hier noch zwei Posten hin. Und da noch. Kann ich eigentlich Stein kaufen? Wie sieht es diesmal aus? Ja, ich kann Stein kaufen. Geil. Vielleicht baue ich dann halt einfach ein paar Steintürme, so, die so in der Natur dann rumstehen hier. Aktuell bin ich damit jetzt, so wie es jetzt ist, eigentlich ganz zufrieden. Bin zur Stelle. Ah, mir fehlt es jetzt am Geld wieder, okay. Bin zur Stelle. Rücken aus. Ja. So, drei stellen wir mal hier hin. Sind auf dem Weg. Und zwei dahin. Bereit. So, dann haben wir hier eigentlich eine ganz gute Verteidigung. Für den Anfang. Ich hoffe ja, dass die KI keine Angriffe schickt. Das wäre nervig. Aber bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich muss sagen, ich mag die Mission. Ich mag solche... Das hat so was Skirmish-mäßiges irgendwie aktuell. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, wir sichern erstmal hier so gut wir können... Die Nahrung. Mit Mehl haben wir mehr als genug. Das sieht wirklich hervorragend aus. Also um Mehl brauche ich mir jetzt gerade gar keine Sorgen zu machen. Das ist echt gut. Ihr habt nicht genügend Gold. Ich würde aber mal noch eine Bäckerei hier errichten. So, dann haben wir 7. Dann können wir die Steuern jetzt mal dadurch nochmal schön anheben. Boah, ich denke mal, es kommt ein Angriff, aber das sind immer nur so Störeinheiten. Ah, das ist, ich finde das so hässlich hier, dass sie das nicht gefixt bekommen, das hier mal aus, sodass dieser Mauerabschnitt bis hier runtergezogen wird, damit das mal wie eine schöne glatte Einheit aussieht. Nee, das sieht einfach todeshässlich aus. Wirklich, also das nervt mich so hart, dass die das nicht gefixt bekommen. Das ist für mich ein Bug. So, das sieht hässlich wie die Nacht aus. Ich meine, die Vorderseite kriegen sie ja auch hin. Warum kriegen sie diese Seiten nicht hin mit dieser Textur? Das finde ich so schlimm. Also wenn ich was zu melden hätte bei Firefly. So, erster Arbeitstag in der Entwicklung, das wäre das Erste, was ich patchen lassen würde. So, das würde sofort auf der obersten Prio-Liste stehen. Patch diesen hässlichen Dreck. Ich glaube, den Holzfäller würde ich aber trotzdem mal wegreißen. Eine Botschaft von eurem Informanten. Boah, jetzt klauen die auch noch Lebensmittel, warum? So. Dann haben wir die Seite jetzt auch noch abgedeckt. Da können wir hier auch noch... Ja. So und so, perfekt. Da haben wir da auch noch mal so ein paar Schützenposten drauf. Geil. Bin zur Stelle. Ei. Ja, so läuft der Hase doch. Super. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir das hier hinten noch ein bisschen abschließen. Ich meine, wir könnten es jetzt hier auch einfach offen lassen. Hier wäre es jetzt eigentlich egal, auf dem Berg kommt man ja nicht hoch. Hier würde ich dann wahrscheinlich sogar hergehen und so eine Art Rundturm errichten oder so, aber das Gelände ist viel zu unebenes, das kannst du vergessen. Unsere Apfelgärten sind nicht mal so ein Turm. Nicht mal ein Verteidigungsturm. Vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Ich könnte hier nirgends... Ah, hier könnte ich so einen Turm bauen. Pass auf. Hier könnte man wirklich hergehen. Nee, vergiss es. Das Gelände ist so uneben, das kannst du einfach so vergessen mit Steinelementen hier in dieser Burg. Nevermind, vergiss, was ich gesagt habe. Ich kann nicht mal so einen kleinen Verteidigungsturm, nicht mal so einen Turm. Ja gut, hier. Hier maximal würde sowas passen noch. Okay, aber das war's dann halt auch schon wieder. Werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my lord. So, das war's. Mehr geht hier nicht. Einziges Steinelement. Ihr könnt auf uns zählen. Pest hat unsere Burg heimgesucht. Ja, die Ereignisse drücken es manchmal ein bisschen hier. Bin zur Stelle. Brauch einen Apotheker, glaube ich. Der ist jetzt doch
benötigt. Apotheker benötigt, Sire. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Oh Gott, nee, das mache ich mal nicht hier. Boah, das meinetwegen baue ich den direkt daneben. Okay, das können wir machen. Aber das muss ein bisschen nach was aussehen. Pass auf, dann können wir den Müller eigentlich hier hinbauen, da in diese Nische. Das passt eigentlich ganz geil. Da haben wir so ein bisschen Stadtelement. Ich muss sagen, die Gebäude-Assets, die gefallen mir echt gut. Also die haben sie wirklich hübsch hingekriegt. Das ist wirklich geil. Bin zur Stelle. Wir benötigen Holz. Gaukler sind in die Stadt gekommen, my Lord. Ja, und hier bauen wir noch den ein oder anderen Bogner dann noch dazu. Wobei, wir haben so viel Eisen. Also eigentlich könnten wir die Pikenier-Produktion, also die Produktion von Piken und... Ja, das können wir eigentlich auch nochmal erhöhen, wie ich finde. Brauchen wir hier noch einen Rüstungsplattner? Eure Beliebtheit steigt. Und hier noch ein... In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Pikenbauer? Doch, ich lasse Pikenbauer, ne? Ich habe jetzt schon kurz befürchtet, dass er nicht das Richtige produziert, aber zum Glück ist das der Fall. Ja, die Challenge auf der Map ist halt auch noch so ein bisschen diese Platzprobleme, sage ich jetzt mal, die man hier noch hat. Kann ich eine Baumeistergilde bauen? Ja, kann ich. Ich kann sogar turmmontierte Ballisten errichten. Okay, wenn der Kartenhersteller das möglich macht, dann muss es ja doch irgendwie einen Angriff geben, oder? Aber wo baue ich jetzt die Baumeistergilde? Das ist halt auch nochmal ein Riesenproblem. Das Gelände ist so un... Okay, dann baue ich es halt hier vorne. Geht ja nicht anders. Bin zur Stelle. Hi. Mein Herr? In Bewegung. So, verteilen wir noch ein paar Bogenschützen hier. Rücken aus. Okay, aber ich finde eigentlich, wir haben eine ganz coole Burg hier hingebaut bekommen. Ist schon eigentlich gar nicht so hässlich. Dass Hexerei dahinter steckt. So eine schöne Holzburg hat ja eigentlich auch was. Bin zur Stelle. Hi. Ich bin schon fucking Nerd, muss man sagen. In Ordnung. Okay, vielleicht habe ich jetzt hier mit dem Bogenschützen ein bisschen über... Oh, die kommen da nicht mehr runter. Na, egal. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ja. In Bewegung. Eure Lordschaft. Rücken aus. Nur hier, die Seite lässt ein bisschen zu wünschen übrig, was die Verteidigung angeht. Da ist nicht so einfach. Hm. Naja. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. Dafür haben wir diese Stellung da. So, nochmal zwischenspeichern. Und speichern. So. Tja. Jetzt müssen wir eh erstmal auf mehr Bögen warten. Ich glaube, aktuell ist jetzt gerade gar nicht so viel zu tun. Ich glaube, das Erste, was ich machen werde, ist, die Truppe hier zu befreien. Ach, geil, dieser Giga-Chat-Jäger. Der holt ihn da schon weg. Das ist ja super. Okay, nicht schlecht. Bin zur Stelle. Hi. Ja, irgendwo hier passt doch bestimmt noch. Ah, hier, guck mal. Bogner nochmal hin. Bin zur Stelle. Ich kann theoretisch sogar Pech diesmal machen, ne? Ich könnte ein bisschen Pech farmen. So, als letzte Notverteidigung, wenn ich hier alles anzünden will, könnte das schon hinhauen. Hi. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Schultert die Waffen. Verzeihung, Sire. Sind auf dem Weg. Okay, kann ich Nahrung verkaufen? Ah, ich kann Bögen einkaufen. Sehr geil, dann kann ich es ein bisschen beschleunigen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Eine Botschaft von eurem Informanten. Na gut, wenn die Nahrung zwischendurch mal geklaut wird, ist es jetzt nicht so dramatisch. Fuck. Das da nicht mehr hin. Egal, bei euch so. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Hi. Es werden Waffen benötigt sein. Okay, wenn ich angreife, werde ich hier die Lanzenträger da mal rausschicken, die ich nicht mehr brauche. Hi. Und so ein Trupp Pikeniere. Auch nice. In Ordnung. So, ich denke, Bogenschützen habe ich jetzt hier soweit es geht eigentlich ganz gut verteilt. Also. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich würde jetzt noch ein paar in den Angriff mitnehmen. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Mein Herr? Hier, komm. In Bewegung. Mit der Truppe langt mir das eigentlich.
Was können die Baumeister eigentlich bauen? Lass mich mal gucken. Geil, Katapulte. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Komm, dann nehmen wir mal zwei Baumeister mit. Eure Lordschaft. Und dann gehen wir mal hier unten dieses Vor hier mal angreifen. Werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my Lord. Schicken wir selber einen kleinen Angriff mal raus. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Fragst jetzt nur, wie gut kann ich das jetzt mit dem Katapult erreichen, das Gelände da hinten? Konstruieren Belagerungsgeräte. Rücken aus. Ei. Auf dem Weg. So, schauen wir mal, ob ich das. Ah, guck mal. Bin zur Stelle. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Eure Beliebtheit sinkt. So gut wie erledigt. In Ordnung. Ein Schuss. Aber direkt gern. Das Ding komplett zerlegt, geil. Bereit, das war ja einfach. So gut wie erledigt. Sind auf dem Weg. Katapult bereit. Komm, fahr das Ding mal da hoch. Staubler sind in die Stadt gekommen, my Lord. Und weiter. Hä? Ach doch, jetzt sind's meine, okay. Ich wollte schon sagen, hä, wieso machen die nichts? Okay, kommt, ihr seid so dumm. Zerstört doch wenigstens den Turm, ihr Trottel. Jetzt habe ich ein paar Armbrustschützen, das ist natürlich geil. Die setze ich mal zur Verteidigung ein. Und ab nach Hause. Ist gut, hört auf, Leute. Ich habe echt zwei Lanzenträger haben das echt überlebt, ey. Ich gehe kaputt. Der Marsch wird uns gut tun. Wir sind mit 12 Pikinieren los, wir kommen mit 16 Ei. Zurück. War eine nette Befreiungsaktion. Wer rastet, der rostet. In Ordnung. Und einen Ritter haben wir jetzt. Ein auch nice. Weg. Was habt ihr vor? Uns ist kein Weg zu weit. Mein Bogen okay. ist euer. Nett. Ein weiter Weg. Gut. Ah, guck mal, hier können wir auch noch rüber. Und das Eisen können wir uns auch noch holen. Ich meine, eigentlich ist das gar nicht so notwendig, aber. Wir machen es einfach mal trotzdem. Je mehr Eisen, desto besser. Außerdem, oh mein Gott, der hat ja seinen Kornspeicher da draußen. Das ist ja dämlich. Aber es nützt ja eh nichts, den zu zerstören, weil die KI wird einfach so gar nichts machen. Also die KI, den Bogen da, die greifen ja sowieso nicht an. Aber was wir machen können, wir können eigentlich mal mit der Truppe, können wir eigentlich mal diesen Lord jetzt hier mal rausnehmen. Der hat ja eh nicht so viel. Da können wir sogar mit den Pikenieren und so, die wir haben, da hingehen. Mein Herr? Eure Befehle? Ich schick da mal den ganzen leichten Kram raus. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Bin zur Stelle. Ja. In Bewegung. Rücken aus. Wieso sind die so langsam? Auf dem Weg. Katapult bereit, my Lord. Okay, das Katapult, das werde ich jetzt mal nicht einsetzen. Bin weil, zur Stelle. Warum? Bringt ja eh nichts. Ich habe Angst vor Feuer, vor so einem random Feuer, was einfach so losbricht. Ich baue dann doch mal den ein oder anderen Brunnen hier mal rein. Die nackte Angst regiert. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. So. Ei. Es werden Rekruten Bin zur Stelle. Benötigt sein. Ja, na dann, holen wir uns mal den ersten KI-Lord. Jetzt haben wir eine halbe Stunde Aufbauzeit gehabt. Ich denke, das genügt jetzt eigentlich, den zu holen. Ein paar Bogenschützen hat der, aber jetzt nicht so sonderlich viele. Was wünscht ihr? Ei. 15 Pikeniere sollten eigentlich locker genügen. Mein Boden ist euer. Ihr könnt auf uns In Ordnung. So, schicken wir die Truppe mal los. Ab durch den Sumpf. Wie ist es mit Pech? Schädlinge vernichten ja. Ach, ich darf das Pech gar nicht benutzen, hä? Wozu kann ich dann... Achso, wahrscheinlich zum Handel. Naja, gut. Das ist ja sinnlos. Na gut, dann verkaufe ich das Pech halt wieder. Automatisch Verkauf. Alles, was über 3 ist, kann weg. Dann haben wir mit Geld wenigstens keine großen Probleme. Es werden Rekruten benötigt, sei. Eine Botschaft von eurem Informanten. So, ich speichere mal. Und speichern. Achso, das habe ich ja schon markiert. Mein Herr? Okay. In Bewegung. Wir stehen zu euch.
Gib zu Diensten. Von der Pike auf gelernt. Ach, man kann ja einfach reinlaufen. Stimmt, es ist ja einfach offen. Dämlich. Eure Befehle? Rücken aus. So, die Bogenschützen sollen mal das Feuer auf sich ziehen. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Wer spießt am Nieder mit ihnen? Schwarze Löwen sind in Ordnung. Uns entgeht niemand. Womit kein Niemand? Eure Lordschaft? Kämpft für die Stärke der Engländer. Zu Diensten von der Pika. Schultert die Waffe, ihr befehlt. Oh, hört auf, die Zivilisten abzuschlachten, das bringt doch gar nichts. Hi, fasst euch ein Herz, Brüder. In Ordnung. Unsere Krieger werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt. Eure Lordschaft. Was passiert jetzt? Habe ich den jetzt überschrieben bekommen, den KI-Lord? Oder was passiert jetzt? Nee, ich muss. Okay, eigentlich ist das egal. Ich kann auch wieder abziehen. Hexerei dahinter steckt. Na gut, dann zieht euch mal zurück. Einen von drei haben wir erledigt. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt. So, als nächstes holen wir uns natürlich den. Wir machen das in der Reihenfolge. Als nächstes holen wir uns den gelben. Hier habe ich irgendwie Bock, den so richtig zu zerschießen. So richtig mit Katapulten und allem drum und dran. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja gut, die Base da oben. Ich hatte gehofft irgendwie, dass wir die überschrieben bekommen, aber nee, das ist dann doch nicht so der Fall. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Eure Beliebtheit sinkt. Ach Mann, die blöde Pest. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Aber ich muss sagen, die Mission gefällt mir. Es hat was Schönes, Charakteristisches irgendwie. Ja, sind auf dem Weg. Er ist da gespawnt, ich gehe kaputt, egal. Bogenschützen bereit. Dann ist der wohl nicht einsetzbar mehr. Schultert die Waffen. Guck mal, die vier Armbrustschützen, die wir haben, können wir hier so ein bisschen an die Seite verteilen. Im Laufschritt. Ei. Aber gern. So, wie viele Pikinier haben noch überlebt? Ach ja, ein paar haben noch überlebt tatsächlich. Bin zur Stelle. Ei. Es werden Waffen benötigt, Sire. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Steuern kann ich jetzt eigentlich auch mal runtersetzen wieder. In Ordnung. So wichtig sind die jetzt auch nicht mehr. Euer Gnaden. Wir haben so viel Mehl. Ah, ich kann es nicht verkaufen tatsächlich. Na gut. Aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Gaukler sind in die Stadt gekommen, my Lord. Sehr gut, die Gaukler retten mir mal so ein bisschen hier die. Oh, ich habe eigentlich Bock von Süden aus anzugreifen. Pass auf, wir gehen von Süden rein. Ich glaube, das machen wir. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Eure Beliebtheit steigt. Oh, ich brauche einfach mehr Leute. Es nervt mich ein bisschen, dass ich hier kaum Leute mal habe zum Ausbilden. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Ich kann ja auch ein paar Schilde bauen, fällt mir gerade mal ein. Die Option haben wir ja auch noch. Konstruieren Belagerungsgeräte. Komm, ein paar Schilde. Eure Lordschaft, auf dem 24 Pikeniere. Auf die Rösser. Und ein paar Katapulte brauche ich mir noch. Eure Befehle? Bin zur Stelle. So, das wird auch eine nette kleine stattliche Angriffstruppe. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Euer Gnaden. Und dann schieße ich den Kollegen einfach weg. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Gut. 8. Das heißt, wir haben dann insgesamt 5 Katapulte. Genügt mir, wie ich finde. Zu Diensten. 6 Schilde. 23 Bogenschützen. Was wünscht ihr? 24 Pikeniere. Schild bereit! Bin zur Stelle! Ei, aber gern. In Ordnung. Konstruieren Belagerungsgeräte. Stets zu Diensten. So, und dann schießen wir den Haufen einfach weg. Was macht denn mein Pikenier da? Komm, zerstör mal den Obstgarten hier noch. Und tschüss. Wenn der noch entkommt, das wäre natürlich heldenhaft. Der Marsch wird uns gut tun. Ich weiß nicht genau, wie der da hinkommen konnte. Schultert die Waffen. Katapult wird bewegt. Schild bereit, eure Lordschaft. Bogenschützen bereit. Schild bereit, was wünscht ihr? Mein Bogen ist euer. So gut wie erledigt. So, und feuerfrei.
So gut wie erledigt. Schild bereit, eure Mannschaft. Katapult bereit, Mylord. Die Klingen sind geschärft. Katapult bereit, Mylord. Ja gut, ich hätte jetzt natürlich Steine gebraucht für die Erneuerung der... Naja gut, vielleicht kann man es auch so irgendwie jetzt noch machen. Ist schon ein bisschen hochgelegen. Die kommen da echt nicht so gut ran, aber wisst ihr was? Ich schicke da jetzt einen Trupp Pikeniere ran. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Schild bereit, eure Befehle? Wir haben beinahe... Na gut, machen wir es eben auf die klassische Art und Weise, wenn man es nicht auf die... Katapulttechnische schaffen. Na, wer spießt am meisten auf? Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my Lord. Wir benötigen eine Botschaft von eurem Informanten. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. So, okay, dann stürmen wir mal. Vorwärts, Pikeniere. Schild bereit, eure Lordschaft. Bin zur Stelle. Und den Trupp schicken wir mal zu. Gut. Den Belagerungstrupp mehr oder weniger. Das Hexerei dahinter steckt. So, und die Bogenschützen stellen sich hinter die Schilde und räumen hier ganz gut auf. Das ist doch nicht schlecht. Und da kommt noch die Verstärkung rein. Sehr gut. Und geordneter Rückzug. Der Marsch ist ganz gut. Bogenschützen bereit. In Ordnung. Möchte einen geordneten Rückzug sehen. Der Rest ist uns hier egal. Gut, und dann können wir uns ja schon auf den letzten Lord konzentrieren. Oh shit. Ich sehe schon, hier geht gar nichts voran. Ich glaube, der Steinbruch ist auch nicht besetzbar hier. Es sind nur so Fake-Steine da, die können nicht wirklich besetzt werden. Tja, okay, ich glaube, ich muss jetzt mal mein Budget benutzen, hier ein bisschen Nahrung einzukaufen. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, das mal gegen zu agieren. Schultert die Waffen. So. Es werden Rekruten benötigt. Gut, beim letzten werde ich den werde ich ein bisschen länger belagern müssen. Da werde ich einfach mit Katapulten versuchen, so viel Damage wie möglich zu machen. Oh, wisst ihr, was vielleicht klappen könnte, wenn ich hier oben einen Katapult draufsetzen könnte? Gaukler sind diesen Berg dort. Eure Beliebtheit steigt. Das probiere ich einfach mal. Bin zur Stelle. Mein Herr, Rücken aus. Gebt uns eine Aufgabe. So. Was wünscht ihr? Okay, ihr zieht weiter. Der Marsch wird uns gut tun. Tja, da bin ich mal gespannt, ob ich vom Berg aus schießen kann. Hätte ich natürlich einen schönen Höhenvorteil. Ich hier 3-4 Katapulte hinstellen. Katapult bereit, und dann hier irgendwie den Turm zumindest wegschießen und vielleicht den noch treffen. Das wäre natürlich genial, aber geht jetzt mal nicht von aus. Das ist schön gestaltet, die Burg. Gefällt mir ziemlich gut, diese Festung. Sehr, sehr hübsch designt. Und natürlich brutal gefährlich, weil hier Haufen Feuer und so. Ich glaube, da werden wir mehrere Angriffswellen fahren. Ich werde jetzt nicht ewiglich sparen auf einen Angriff, sondern werde das versuchen, auf mehrere Angriffe aufzuteilen. So. Perfekt. Das kann echt klappen. Nee, es klappt nicht. Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. Ah, guck mal, es klappt doch. Unsere Apfelgärten sind kahl, my lord. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter. Aber andererseits, was nützt mir das eigentlich? Eigentlich nützt mir das nur, diesen Turm wegzukriegen und dann war's das. Mehr ist ja gar nicht drin. Bin zur Stelle. Ja. Ei. So. Bin zur Stelle. Aber mir fehlt halt auch so ein bisschen jetzt das Gold. Da kann ich auch ein bisschen Eisen verticken, ja. Das klappt ganz gut. Bogen
Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Ich brauche mehr Baumeister. Ich glaube, ich muss das vor allem mit Bogenschützen und Schilden regeln. Wobei ich glaube, dass hier halt viele Feuerfelder sind. Ich glaube, die muss ich irgendwie eigentlich erstmal auslösen. Tja. So richtig viel gebracht hat es ja jetzt auch nicht. Wir benötigen Gold. Gold, Steine, was benötigen wir noch alles? Ich wünschte, ich könnte das Mehl verticken. Ich lasse die Müller jetzt erstmal kurz Pause machen. So viel Mehl im Lager. Das kann ich gerade überhaupt nicht gebrauchen. Unsere Lebensmittelvorräte, keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Das ist natürlich bitter, dass dieser Stein hier kompletter Fake ist. Und dass ich da nicht rankomme. Es gibt auch sonst nirgendwo weiteren doch hier. Den könnte ich mir noch holen, vielleicht. Vielleicht ist der möglich. Das nicht dort platzieren, my Lord. Gehen die da hin? Ne, gehen sie auch nicht. Das ist auch nur ein Fake-Stein. Mist. Ach, jetzt kann ich nicht mal mehr abreißen. Ach, klasse. Die Arbeit wurde eingestellt. Ach, großartig. Naja, egal. Muss ich halt über Steuergelder wieder setzen. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Ich baue ich einfach hier und da noch ein paar Bäckereien. Hi. Bin zur Stelle. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ja, gut, und Eisen halt verkaufen, ne? Das wäre noch so der Weg, den ich noch einschlagen sollte. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Irgendwie weiß ich noch nicht so genau, wie ich angreifen möchte. Mit dem Kopf durch die Wand wird es halt auch nicht so richtig bringen, glaube ich. Bin zur Stelle. Ich meine, ich kann es probieren, aber... Belagerungsgeräte. Schild wird neu, irgendwie so das Gefühl, dass die das treffen werden, dass da irgendwie schon was zurückgeschossen kommt. Ja, zum Glück haben die keine Ballisten. Apfelgärten sind kahl, my Lord. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Ah, die können es doch treffen. Das werde ich niemals weggeschossen bekommen. Mein Bogen ist euer. So gut wie erledigt. Ah, vielleicht schaffe ich es doch. Mal gucken. Mein Herr, sind auf dem Weg. Hi. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Schild bereit, eure Lordschaft. So gut wie erledigt. Er hat schon einen miesen Höhenvorteil da. Die Vorräte sind sehr knapp, Sire. Hat der Turm da, man muss schon weg, der stört schon. In Ordnung. Ich wünschte, ich könnte die ganzen verletzten Pikeniere mal aussortieren. Aber gern. Damit die mal für mich die Minenfelder da mal erkunden können. Die Waffen. Vorwärts, Pikeniere. Schild bereit, eure Lordschaft. Was wünscht ihr? Ei. So, ich muss mal die schwer Verletzten, nehme ich mal. Zu Diensten. Und schick die zum Sterben an die Front. Was wünscht ihr? Ei. Bin ich nicht ein guter Christ? Eure Lordschaft. Zu Diensten. So, ihr bildet mir hier mal meinen Minensupertrupp. Auf dem Weg. Ihr sollt unbedingt mal versuchen, da die Pechfelder auszukundschaften. Schild bereit, ja. Eure Lordschaft. Was wünscht ihr? Ei. So, teilt euch auch ruhig mal ein bisschen auf. Uns entgeht niemand von der Pike auf. Wer spießt am meisten auf? Weil hier sind garantiert Pechfelder. Schultert die Waffe wieder mit ihnen. Was wünscht ihr? Ob das Sinn macht? Ei. Gebt mir eine Schaufel. In Ordnung. Ein paar Leibesübungen schaden nie. Jetzt, ob hier kein Pech ist, kannst du mir nicht erzählen. Was wünscht ihr? Hi. Ob das Sinn macht? Ich meine, okay, soll mir recht sein, aber... Strange ist es schon. Gebt mir eine Schaufel. Schultert die Waffen. Was hier ist angreifen? Ja. Tja, mal gucken. Vielleicht kann ich das Tor schon weg zerstören. Das wäre natürlich geil, wenn das klappen könnte schon. Dann hätten wir das schon mal erledigt.
So, eins und zwei. Und dann geht mal rein. Geht einfach mal rein, mal gucken, was da möglich ist. Vielleicht können die ja schon ein bisschen diese Pechwerfer da auslösen. Okay, die schütten nicht. Also wenn die da jetzt nicht schütten, dann werden die gar nicht schütten, glaube ich. Okay, naja. Wir haben doch schon mal gut den Weg freigemacht. Pass auf, dann mache ich das gar nicht erst mit Katapulten weiter, sondern wir machen einfach 10 Schilde. Konstruieren Belagerungsgeräte. Die sollen einfach die Deckung bieten für die Pikeniere. Ein Pikenier-Panzerplopp wird dann da drin aufräumen. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Vorwärts, Pikeniere. Ja. Die Bogenschützen sollen nur mitkommen, um das Feuer auf sich zu lenken. Oh, jetzt sitzen hier schon zwei da fest. Nervig. Und das ist jetzt... Okay. Krieg ich das irgendwie gerettet? Nein, ich krieg's auch nicht mehr abgerissen. Ja, fuck. Okay, das ist ärgerlich. Na gut, egal. Pikeniere sammeln sich an der Front. Ich habe jetzt mehr Rüstungen als Piken. Da ist also eine gewisse Überproduktion entstanden, die mich natürlich massivst abfuckt. Weil ich keine... Oder, kann ich Piken kaufen? Ja doch, ich kann Piken kaufen. Okay, never mind. Dann ist egal. Da freue ich mich. Bin zur Stelle. Okay, ich speichere mal. Vielleicht klappt es ja jetzt auch schon. Vielleicht kann ich es ja jetzt schon schaffen mit einem Durchstoß. Und speichern. Mein Herr? Schild wird neu positioniert. Eure Befehle? Eins, zwei. Bin zur Stelle. Drei. Auf dem Weg. Tja, mit einmal Kopf durch die Wand könnte es schon klappen. Also, dass wir dann hier das Tor zerstören und eine dann. Botschaft von eurem Informanten. Weil diese Pechschütter, die funktionieren anscheinend ja nicht. Also will ich mich mal nicht beschweren, freue ich mich ja drüber. Wir haben immer noch 26 Mehl. Kann ich Getreide verkaufen? Oh, ich kann auch nicht mal Getreide verkaufen, ne? Die Arbeit wurde eingestellt. Dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig, Mylord. Bin zur Stelle. So, na dann greifen wir jetzt mal an. Schild bereit, eure Lordschaft. Ja. Was wünscht ihr? Der Marsch wird uns gut tun. Der Marsch wird uns gut tun. Schützen bereit. Schild bereit, eure Lordschaft. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Schild bereit, eure Lordschaft. Mein Bogen ist euer. Hi. So, genau. Die Bogenschützen ziehen das Feuer auf sich. Die Pikeniere, die nehmen jetzt hier die Deckung. Boah, ich habe immer noch Angst, dass der hier gleich schüttet. Der macht es zum Glück gar nicht. Sehr gut, die Bogenschützen lenken da ab. Gute Arbeit. Oh, das scheint ja ziemlich gut zu klappen. Das klappt ja richtig gut, ey. Das hätte ich gar nicht gedacht. Hervorragend. So, dann brecht mal auf hier. Uns entgeht niemand. Schultert die Waffen. Aber gern. Bin zur Stelle. Was wünscht ihr? So, jetzt einfach nur durchlaufen. So, die Schilder haben einen guten Job geleistet. Gutes Ablenkungsmanöver hier. Die Bogenschützen gegen den Lord, ey. Wir haben den gut vorgehittet. Okay, also ich muss sagen, das war eine coole Mission. Die hat mir echt gefallen. Eine Botschaft von eurem Informanten. Der König ist hoch erfreut über euren Sieg. Das erste sollte das Königreich sicher sein. Sieg! Sehr gut. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Das war Mission 3. Das war die Verteidigung, die Vertreibung der Jarls. Als nächste Mission spielen wir dann auf Grün oder mit der Farbe Grün. Und da spielen wir dann Bebernburg. Da sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen, für mehr Stronghold-Content. Lasst gerne ein Abo und ein Like auf diesem Kanal da. Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Ach, und wenn ihr die Kampagne übrigens selber spielen wollt, findet ihr natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Einfach im Steam Workshop abonnieren und direkt selber loslegen. Macht's gut, haut rein und ciao.